Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen heute mal wieder zu den News. Nachdem wir jetzt abgehakt haben, dass TNA und All Elite mal wieder schön Pay-Per-Views hatten, starten wir natürlich hier wieder ordentlich mit News durch und wir beginnen auch gleich, wenn du die Glocke aktiviert hast und ein Abo da gelassen hast und so, ne? Und Like und Kanalmitgliedschaft. Und dann geht's los, Freunde. Also, wir starten durch mit der WWE und einer sehr interessanten Meldung, die kam nochmal kurz vor WrestleMania raus, wurde auch eine Pressemitteilung gemacht darüber, dass die WWE gerade sehr gut dabei ist, ein neues Publikum zu bekommen. Und zwar neues Publikum in Form von frischerem Publikum, können wir das fast sagen. Und zwar geht es um die wichtige, werberelevante Zielgruppe zwischen 18 und 49 Jahren. Da konnte nämlich die WWE einen deutlichen Anstieg in Richtung WrestleMania verzeichnen. Das ist natürlich sehr, sehr gut, gerade weil das werberelevante Gruppen sind. Das heißt, für zukünftige Werbepartner und so weiter ist das alles eine sehr, sehr gute Sache, wenn die wissen, yo, da sind Jugendliche, da sind junge Menschen am Start. Und ja, bis 49 ist man auf jeden Fall noch jung, auch darüber hinaus, man ist immer jung, Freunde. Deswegen ist das natürlich werberelevant, sehr wichtig, dass das hier auch passt. Und generell natürlich auch schön, dass man es geschafft hat, über WrestleMania hinaus nochmal wirklich ein paar neue oder wieder alte Fans zum WWE-Produkt zu kriegen. Dann gab es ein Interview mit Becky Lynch, auch um WrestleMania rum. Und die hat berichtet, dass sie kurz bevor sie zur WWE gegangen ist, eigentlich eher den Weg in Richtung TNA machen wollte. Das hat was damit zu tun, dass sie meinte, das ist auch eigentlich so und das ist auch übrigens immer noch so, dass TNA sehr viel mehr Aufmerksamkeit in ihre Frauendivision legt als die WWE, gerade zu dem damaligen Zeitpunkt, bevor Becky da war. Becky ist ja 2013, kam sie ja zur WWE und gerade in diesem Zeitraum war TNA wirklich viel, viel besser, was die Frauen angeht. Und deswegen hatte sie eher überlegt, den Weg in diese Richtung zu gehen. Hat letztendlich sich alles anders ergeben, aber trotzdem sehr interessant. Dann hat Matt Hardy ein kleines Gesundheitsupdate rausgehauen für seinen Bruder Jeff Hardy. Der hatte sich ja in einem Match gegen Sammy Guevara die Nase gebrochen. Und da gab es jetzt ein kleines Update. Und zwar wurde er operiert, das heißt, die Nase wurde auf jeden Fall operiert, weil er auch Probleme mit den Nasennebenhöhlen hatte. Und deswegen musste operiert werden. Und aktuell ist es aber so, dass auch sein Blick wieder gut ist, weil natürlich, wenn die Nase kaputt ist, dann hat es auch so ein bisschen Auswirkungen auf Augen und so weiter. Und das ist alles wieder soweit in Ordnung. Er braucht aber jetzt schon noch so 2, 3, 4 Wochen, bevor der denn wirklich wieder in-ring ready ist. Aber das sieht alles auf jeden Fall sehr gut aus. Dann wird Unlimited Wrestling am 25.05. die nächste Veranstaltung in Bremerhaven haben, und zwar Ocean Bash. Und hier gab es jetzt das Event-Poster für euch, wo ich mit drauf bin. Oh, ist das nicht schön. Sehr, sehr geiles Poster auf jeden Fall mal wieder geworden. Wir haben einen neuen Designer am Start, der jetzt für Matchcard-Grafiken und so weiter alles zuständig ist und für Poster und Werbung und so weiter. Das ist alles sehr, sehr cool. Also lasst auf jeden Fall mal Liebe in den Kommentaren da. So, dann wird es ein bisschen bescheuerter. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen. Denn es gibt ein Update, ein, wie ich finde, belastendes Update. Wieder nur meine Meinung, jetzt bin ich wieder der Böse. In der ganzen Geschichte rund um Vince McMahon. Vince McMahon wurde ja vor kurzem angezeigt von einer Dame, die behauptet, dass, also die Dame heißt Janelle Grant, und diese Dame hat viele, viele Jahre bei der WWE gearbeitet unter Vince McMahon und behauptet jetzt, dass er sie über die ganze Zeit eigentlich, wo sie da gearbeitet hat, täglich vergewaltigt hat, als Sexobjekt nur behandelt hat und wirklich da sehr, sehr schlimme, schlimme Sachen mit ihr veranstaltet hatte. Daraufhin gab es ja jetzt den ganzen Shitstorm rund um Vince McMahon und deswegen ist er jetzt auch raus und gecancelt und alles. Der ganze Prozess läuft natürlich jetzt. Jetzt schmeißt die Verteidigung ein bisschen was in den Topf, jetzt schmeißt die Ankläger schmeißen ein bisschen was in den Topf und so kommen natürlich immer mehr raus bezüglich dieses Falls. Und da gab es jetzt eine Neuerung und zwar wurde von dem PC von der Dame, den sie damals auch bei der WWE benutzt hat, ein Brief veröffentlicht,
ein Liebesbrief veröffentlicht von ihr in Richtung Vince McMahon. In diesem Liebesbrief stehen so Sachen drin, dass das halt wirklich, was sie haben, wahre Liebe ist und dass sie eigentlich viel mehr Zeit mit ihm verbringen möchte, aber dass sie halt auch von ihm sagt, er ist der eine und dass sie sich wirklich krass gut bei ihm fühlt, dass sich seitdem sie beiden zusammen sind, für sie einfach alles perfekt läuft und alles schön ist und so weiter und so fort. Ja, das klingt für mich jetzt irgendwie nicht nach Vergewaltigung, wenn ihr mich fragt. Aber ich bin natürlich wieder sexistisch unterwegs, ihr kennt das ja. Aber das finde ich schon schwierig. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Seid natürlich sachlich dabei. Aber also das finde ich schon harter Tobak. Den ganzen Brief gibt es auch online, den kann man finden. Und wenn ihr euch das ganze Ding durchliest, dann ist das wirklich einfach eine komplette Liebeserklärung an Vince McMahon. Und das ist auch das, was ich von vornherein mir so gedacht habe. Denn so wurde es ja auch eigentlich immer überall dargestellt. Dass die beiden halt wirklich eine Beziehung hatten. Jeder in der WWE wusste über die Beziehung der beiden. Dann hat er sie natürlich, als das Ganze in die Brüche ging, hat er sie ordentlich bezahlt dafür, dass sie den Mund hält darüber, weil das natürlich auch alles ein bisschen medienwirksam nicht ganz so schön ist. Hat er aber ganz zufällig letztes Jahr aufgehört zu zahlen. Und dann kam die Klage. Das kann jetzt natürlich miteinander zusammenhängen oder auch nicht. Das ist jetzt eure Entscheidung. Wie gesagt, ich finde es alles sehr, sehr schwierig. Diese ganze Sache muss auf jeden Fall auseinandergedröselt werden. Gut, dass das also alles vor Gericht geht, weil wenn da wirklich rauskommt, dass Vince McMahon einfach voll der perverse Drecksack ist und da alle anfasst und ganz böse und Vergewaltiger und so, dann steckt den Typ in den Knast und lasst den da verrotten. Aber gerade nach dem Brief sieht das wohl alles eher ein bisschen anders aus. Aber da warten wir natürlich mal ab, was dabei rumkommt. Ich bin hier nur dafür da, euch alle Informationen zu geben. Die Verteidigung übrigens zu diesem Brief meinte auch, also die Dame hat auch gesagt, dass Vince McMahon sie gezwungen hat, diesen Brief zu schreiben. Also er stand quasi daneben und hat diktiert, was sie schreiben soll. Finde ich schwierig. Gerade auch aufgrund der Tatsache, wie dieser Brief geschrieben ist, das ist eigentlich nicht Vince McMahons Wortlaut, nennen wir es mal. Schwierige Sache. Aber wie gesagt, dafür sind Gerichte zuständig, nicht wir. Wir labern nur drüber. Dann hat die WWE bekannt gegeben, dass es den nächsten Clash at the Castle Pay-Per-View geben wird. Und zwar dieses Mal am 15. Juni in Schottland. Auch wieder eine sehr gute Möglichkeit, wird vielleicht der ein oder andere von euch auch hinfahren können. Sehr cool auf jeden Fall. Clash at the Castle geht weiter. Dann gab es ein Update von Big E. Der hat nämlich in einem Interview darüber gesprochen, wie sein Gesundheitszustand aktuell aussieht und wie er sich auch fühlt und was dann mit Comeback zusammenhängt und so weiter. Und war auch mehr schlecht als recht, denn er hat gesagt, das Gute ist halt, dass er selbst entscheidet, wann er wieder in den Ring steigt. Natürlich hört er dabei auch auf seine Ärzte, aber er sagt auch, dass er die Gefahr halt wirklich jetzt immer wieder sieht. Also die Gefahr ist im Nacken, wenn man das mal so spaßhaft sagen könnte. Denn er fühlt sich fit, er fühlt sich super, es ist alles cool, er kann trainieren, er kann Sport machen, er kann alles machen. Aber er sagt halt auch, es ist halt ein bisschen was anderes, ob du im Gym stehst und Gewichte stemmst oder ob du halt im Wrestling-Ring stehst und die ganze Zeit irgendwie geworfen wirst, auf den Nacken fällst, auf den Rücken fällst. Das ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Und er sagt halt selbst, dass er sein ganzes Leben lang immer Sport gemacht hat und dass er eigentlich niemals wie ein Krüppel quasi aus dem Sport rausgehen wollte. Sondern er wollte eigentlich dadurch immer fit sein. Das ist ja auch der Grund, warum man Sport macht. Und es liest sich für mich alles, oder es hört sich für mich alles an, wie ein, er könnte zwar wieder, aber er traut sich nicht unbedingt. Und das ist nachvollziehbar, wenn du eine Verletzung hattest wie er, die wirklich teilweise dahin gehen könnte, dass man auch theoretisch wirklich als Krüppel enden könnte und nie wieder laufen könnte und so weiter. Das ist eine karriereendende Verletzung, die er hatte. Die hatten zwar schon andere Wrestler, die mittlerweile auch wieder aktiv im Ring stehen, aber trotzdem muss man sich dann auch erstmal wieder trauen, das Ganze umzusetzen, weil da könnte auch jedes Match das letzte sein. Das hat man damals auch zu Edge gesagt, als das war, dass jedes Match sein letztes sein könnte. Und deswegen hat er ja damals die Karriere beendet
Und ja, vor dieser ganzen Sache steht halt Big E jetzt auch. Es ist natürlich viel Kopfsache, die da halt mit einhergeht. Aber es kann halt wirklich sein, dass er für sich entscheidet, nicht wieder in den Ring zu steigen. Müssen wir natürlich abwarten. Ne? Letztendlich ist es seine Entscheidung, aber das ist erstmal so, ja, die Aussage. Auch hier also wieder ein bisschen Geduld gefragt und dann warten wir es mal ab, Freunde. Das war es heute erstmal wieder mit der Zusammenfassung. Morgen gibt es natürlich auch wieder News. Ich könnte fast jeden Tag News raushauen. Ich habe aktuell so viel, dass ich, ich überlege schon, ob ich Wochenende noch mit dazu Videos mache. Aber ich muss auch irgendwann mal frei haben. Ich kann nicht mein ganzes Leben lang 24/7 durcharbeiten einfach. Dann gehe ich auch irgendwann drauf. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also schauen wir mal, wie wir es machen. Auf jeden Fall ja, wird das schon alles werden. Freunde, das war's für heute. Lasst mir ein Like da und einen Kuss. Und wir sehen uns. Haut rein und ciao.